Danke, Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch zu Hause an den Bildschirmgeräten. Ich denke, es ist niemanden, der heute zusieht, übel zu nehmen, wenn er zu der Erkenntnis gelangt, dass das heute ein einzigartiges Kasperltheater ist, das hier stattfindet. Weil die einen, die vor wenigen Monaten noch dafür waren, sind plötzlich dagegen. Die anderen, die heute dagegen sind, waren vor kurzem noch dafür. Und so gehen die Argumente kreuz und quer durch die Gegend und die Menschen sind uninformiert und kennen sich nicht aus. Das ist die Realität. Und man kann in Anbetracht der Situation, in der viele Menschen, Bürgerinnen und Bürger unseres Landes heute und zur Stunde stehen, nicht übel nehmen, dass sie unzufrieden sind mit der Politik. Jetzt ist es natürlich das Recht jeder einzelnen Partei, selbstverständlich auch der FPÖ, das zum aktuellen Thema zu machen, was sie für richtig hält. Ich sage Ihnen, das aktuelle Thema der Menschen in unserem Land ist ein ganz anderes. Wir haben in Österreich 300.000 Menschen, die zur Stunde nicht wissen, wie sie ihre Wohnungen heizen sollen. Gestern präsentiert der Herr Bundesminister für Arbeit und Soziales, dass 350.000 Bürgerinnen und Bürger unseres Landes keine Arbeit haben, die jetzt zu Weihnachten zu Hause sind, unter dem Christbaum sitzen mit ihren Angehörigen und nicht wissen, wie ihr Leben in Zukunft aussieht und wie sie das finanzieren werden, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und wir streiten hier herinnen, ob es eine Wehrpflicht geben soll oder nicht, ohne dass wir ein Sicherheitskonzept für Österreich haben. Das ist eine Schande für das Parlament, meine lieben Freunde, und eine Geringschätzung der österreichischen Bevölkerung. Das ist die Realität. Und deswegen verzweifeln die Menschen zu Hause an den Bildschirmgeräten und können es nicht wahrhaben, was hier im Parlament abläuft. Ja, was sagen Sie denn den Menschen auf der Straße, Ihren Genossinnen und Genossen, die eine Arbeit haben wollen, die jetzt vor Weihnachten nicht wissen, was sie tun sollen, die keine Perspektive haben? Was sagen Sie diesen Menschen? Na, sie geben Ihnen so ein Blatt in die Hand, habe ich gesehen, mit 5 Argumenten, wo oben steht, weil unser Herr die Katastrophenhilfe und die Sozialdienste mehr Profis brauchen und nicht Systemerhalter. Das geben Sie einen Arbeitslosen in die Hand. Der pfeift Ihnen eines, sage ich Ihnen, meine lieben Herrschaften von der SPÖ und auch von der ÖVP ist es ja nicht anders. Die wollen endlich Lösungen haben, die wollen endlich Entscheidungen haben von der Bundesregierung, damit Arbeitsplätze geschaffen werden. Und den Unternehmern geht es ja nicht anders. Ich mache genügend Betriebsbesuche. Ja, was man dort hört, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, fehlende Aufträge und Umsatz einbußen, das hören wir gegenwärtig von den kleinen mittelständischen Unternehmen. Und die Bundesregierung beschäftigt sich mit der Wehrpflicht, ohne zu wissen, wie das Landesverteidigungskonzept Österreich in Zukunft aussehen soll. Ja, da kann man ja nur zu der Erkenntnis kommen, dass das ein reines Ablenkungsmanöver dieser Bundesregierung ist, meine sehr geehrten Damen und Herren, weil sie nicht ein- und nicht auswissen, schieben sie alles auf eine Volksbefragung. Eine Frage, die sie selbst nicht imstande sind zu lösen, schieben sie jetzt auf die Bevölkerung ab, in einer Zeit, wo die Bevölkerung ganz andere Dinge und Sorgen im Kopf hat, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das ist die eigentliche Lebensrealität, abzulenken von den großen Problemen der Zeit, die uns in Europa beschäftigen. Ja, wo ist denn Ihr Konzept? Wie sollen wir denn die Währungskrise lösen auf europäischer Ebene? Wie sollen wir die Wirtschaftskrise, die bevorsteht, in den Griff bekommen, meine sehr geehrten Damen und Herren der Regierungsparteien? Wo sind denn Ihre Lösungsansätze? Ihnen geht es nur darum, abzulenken, abzuschieben, die Entscheidungen der Bevölkerung zurückzugeben. Sie werden dafür bezahlt, die Entscheidungen zu treffen. Wir sind nicht gegen Volksbefragungen, aber sinnvolle Information muss an der Spitze stehen, damit die Bevölkerung weiß, zwischen welchen Modellen sie entscheiden kann. Das kann sie gegenwärtig nicht, weil sie nicht sagen, was unterm Strich dann herauskommen wird, wenn sie bei der Wehrpflicht bleiben. Und ich prophezei Ihnen eins,
Es werden ganz wenige Menschen zu den Wahlurnen gehen. Ganz wenige. Und ich bin knapp davor, sage ich Ihnen ganz offen, einen Boykott zu unterstützen. Dankeschön. Es sei eine Schande, dass ÖVP und SPÖ über die Wehrpflicht streiten, obwohl es nicht einmal